Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg Zockt. So, wir haben noch eine Leiche im Keller sozusagen. Und zwar den armen Mann von der Frau da hinten. Und es hieß ja, jetzt müssen wir die Leiche noch holen und beerdigen. Dann machen wir das mal. Und nachher geht's dann mal wieder nach Sassau, ins Kloster, Johanka suchen etc. Aber jetzt erstmal das hier. Körper aufheben. Kann ich da irgendwie was anderes machen? Was tust du da? Ich könnte noch mal mit ihr reden. Ich bin fertig. Ich danke dir. Nun bring ihn bitte dorthin. Oh Herr. Okay, oh Herr bringt ihn dahin. Tatsächlich, Körper aufheben. Na, dann heben wir mal. Gütiger Gott, sei seiner Seele gnädig. Ja, wie soll man es anders machen? Gewähre ihm einen Platz in deinem Königreich. Schenk ihm die ewige Ruhe. Amen. Amen. Ich könnte sogar mit dir reden, aber das möchte ich nicht. Umfallen lassen möchte ich ihn auch nicht. aber wie kriegen wir den da ins Loch rein? Das könnte auch noch interessant werden. Wo geht's lang, gute Frau? Aha, einmal Abkürzung. Jawohl, dann machen wir das. Und jetzt, kann man den irgendwie, keine Ahnung, festlich bestatten? Oder lasse ich den jetzt einfach da? Ich bin ziemlich hungrig. Ja, du hast Probleme. Du hast eine Leiche auf dem Rücken. Körper fallen lassen. Kann man den nicht irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen anders, feierlicher vielleicht reinlegen? Offensichtlich nicht. Ich lasse ihn mal fallen. Boing. Ja, so schlecht liegt er gar nicht. Der Arm ist ein bisschen ungünstig. Och, die Arme. Ich bin fertig. Ich danke dir. Okay, das hatten wir schon. Bring ihn bitte dorthin. Einfach in eine andere Umgebung. Okay, ich glaube... Ja, das hätten wir abgeschlossen. Oder müssen wir den irgendwie noch zudingseln, zuschaufeln? Oder haben wir die Quest? Questlog. Die Seuche. Bring die Leiche zum Grab. Haben wir eigentlich, glaube ich, gemacht. Da müssen wir Bum-Bum geben und dann hätten wir's. Oder wir müssen halt zu Johanka. Aber irgendwie, mir scheint das noch nicht ganz abgeschlossen zu sein. Körper fallen lassen. Aha. Okay, jetzt haben wir zugemacht. Kann ich nochmal mit ihr reden? Ja, mal gucken, ob sie was anderes sagt. Kannst du mir mehr über seine Krankheit erzählen? Genau. Sicher. Mein Mann hatte schreckliches Fieber. Wobei, das hat sie uns eigentlich schon erzählt. Schlimme Bauchschmerzen. Er meinte, ja, ihm wäre... Okay, das wissen wir tatsächlich schon. Aber vielleicht müssen wir es nochmal machen, um die andere Quest zu haben. Oh, die Arme. Schon bitter sowas. Questlog, wir schauen nochmal. Okay, wir müssen zum Kloster und mit Johanka sprechen. Das wäre hier unten. Da müssten wir doch eigentlich auch eine Schnellreise haben. Wobei, wisst ihr was, das ist nicht weit. Ich würde sagen, wir reiten mal wieder ein Stückchen, damit Plötze auch mal wieder ein bisschen Bewegung hat. Wo bist du? Hier hinten? Ja, du stehst ja... Perfekt. Kann ich hier aufsteigen? Nein. Jetzt kann ich aufsteigen. Okay, wir müssten hier vorne wahrscheinlich... hier runter. Und da muss ich nochmal kurz gucken. Hier einmal durch den Wald durch. Da könnten wir natürlich auch irgendwie... Oh, da vorne ist die Autobahn. Sehr schön. Dann benutzen wir doch die. Führt die tatsächlich runter da nach Sassau? Ich weiß es gar nicht. Oder müssen wir hier lang? Ich guck mal nochmal kurz. Nicht, dass wir völlig falsch sind. Nee, das müsste eigentlich hinkommen. Sassau ist aber hier. Wir müssen aber eigentlich hier ins Kloster. Hierhin. Versuche Vorräte von Kustos. Das ist was anderes. Wo müssen wir denn genau hin? Ich muss tatsächlich nochmal schnell gucken. Schaufel brauche ich nicht, aber Questlog? Ja, im Kloster drin. Das ist schon hier oben. Okay, wir müssen also zum Kloster. Die Straße kommt von irgendwo hier unten. Das müsste eigentlich schon zu schaffen sein, dass wir da normal hinreiten. Eben, es geht einfach auch darum, dass wir noch ein bisschen skillen können. Da hinten brennt es auch. Eieieiei. Da wird es in den Wald reingehen. Ja, man kann hier natürlich schon... Wirklich vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Was ist hier? Eine Raststätte? Nee, ist ja nicht mehr die Autobahn. Ist wieder ein Feldweg. Mal gucken, ob das stimmt, was wir hier zusammen reiten. Wir haben wieder einen Bildstock entdeckt. Weiß nicht genau, was uns das bringen soll. Ist wohl so eine Art, wie soll ich sagen, Wegweiser vielleicht? Also nicht ein Wegweiser, sondern mehr so ein Merkmal, was wo ist. Du hast entdeckt Samopesh. Okay, hier waren wir noch nicht. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht in neue Quests reinhüpfen, sondern schnell gucken. Wo sind wir denn genau? Aha, hier. Im Prinzip vor
Zasau, du hast entdeckt Schnellreiseort. Das ist natürlich nie falsch. Da geht's ins Dorf rein, das möchte ich nicht. Im Prinzip müssen wir hier rüber, wenn man es genau nimmt. Das kann man mit einem ordentlichen Sprung bewältigen. Die Fischreuse haben wir entdeckt und jetzt stecken wir fest. Jetzt stecken wir fest. So viel zum Thema ordentlicher Sprung. Hat fast funktioniert. So, hier rauf. Ich muss sagen, ich genieße das eigentlich, dass man ab und an eben auch mal wieder ein bisschen ausreiten kann. Stimmt das noch von der Richtung her? Wahrscheinlich nicht. Doch, da unten ist eine Straße. Ah, schau an, was für eine schöne Aussicht hier. Da ist es doch, das Kloster. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir da über den Fluss rüberkommen. Und hier mal übers Ringsaal. Okay, das hat schon mal funktioniert. Weil irgendwie, wenn man natürlich dauernd schnell reist, man vergisst eigentlich, wie schön hier die Gegend ist. Stimmt das noch jetzt? Halt, das ist irgendwie falsch. Wo geht's hin? Oder führt uns doch? Der Weg führt uns tatsächlich auch dahin, aber in die andere Richtung. Ne, in die Richtung. Das hat alles seine Richtigkeit. Du hast entdeckt Sasauer Wälder. Irgendwie, ich glaube, oder ich dachte immer, das heißt Sassau, aber ja, eh, hat natürlich kein Doppel-S. Dann heißt er natürlich nicht Sassau, sondern halt Sasau. Von daher hat das schon seine Richtigkeit. So müssen wir eigentlich direkt zum Kloster kommen. Und dann mal gucken, was Johanka macht. Wir müssen das Testament nochmal an. Und dann haben wir hier natürlich noch das mit dem Unfall. Mit dem Stein, mit dem Steinbruch. Und ja, wir haben hier in Sasau eigentlich noch relativ viel zu tun. Mal gucken, was wir jetzt alles machen. Kommt natürlich auch darauf an, was hier jetzt mit dieser Quest weitergeht. Oder wie es mit der Quest weitergeht. Hallo, liebe Leute. So, einmal um die Kurve rum und dann wäre das eigentlich hier, wenn ich mich nicht täusche. Wir steigen mal ab. Und gehen mal gucken, wie sieht es eigentlich aus mit Hunger etc. Oh, schaut mal, wir haben eigentlich massiv Hunger. Haben wir irgendwas zu futtern dabei? Nahrung? Nee, nicht wirklich etwas, was wir essen könnten. Habt ihr hier irgendwo Nahrung? Lass mich mal schnell gucken. Hier haben wir den Kräuterkundler. Da haben wir einen Fleischer, da könnte man was machen. Ja, wir gehen erstmal rein. Johanka, bist du da? Das ist der Bruder, wie heißt der gleich nochmal? Elias. Bruder Elias? Ist das dein Ernst? Sag mal, bist du nicht, du bist doch der Sohn vom anderen, aber ich dachte, du seist so ein Trunkenbold. Sollen wir das mal kurz klären? Pass etwas besser auf. Jo, ich würde gerne mit dir reden. Ich werde nicht gebraucht. Nein, aber ich möchte trotzdem mit Bruder Elias reden. Oh, was ist das für eine interessante Kameraperspektive? Und wer bist du? Bruder Elias. Was machst du hier? Was ich kann. Ich versuche den Skalitzer Flüchtlingen so gut es geht zu helfen. Ich glaube, das ist Johanka. Ich sehe zumindest die Füße. Bist du heilkundig? Wie lange schon? Bist du in der Heilkunst bewandert? Ein wenig. Die Grundlagen beherrsche ich. Aber ohne Bruder Nikodemus könnte ich den schwierigeren Fällen nicht helfen. Na, immerhin. Können Was wir dann genau nicht machst du hier? Zum Thema, ob das nicht der Sohn ist? Hauptsächlich helfe ich Bruder Nikodemus. Wenn einer der Kranken stark leidet, wache ich hin und wieder nachts an seinem Bett. Manchmal Diese muss ich Strampelnde festhalten oder Sachen holen. Okay, wie lange schon? Wie lange hilfst du hier schon aus? Ich war schon hier, bevor die Flüchtlinge kamen. Da war es nicht so voll. Okay, wir gehen mal raus, weil... Hab Dank. Die Cam relativ unglücklich ist und ich muss gerade niesen. Entschuldigung, wo ist jetzt Johanka hingekommen? Hier ist sie doch. Reden wir mal mit dir. Aber das war doch der Sohn der andere, dieser Elias. Über die Lage hier. Nein, wir wollen wegen Merhoyet was wissen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Merhoyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es, Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhoyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Ja, der schickt uns wieder zum Kräutersammeln. Ich danke dir, Johanka. Okay, Gespräch beenden, weil wir wollen jetzt hier tatsächlich nochmal irgendwie in eine andere Quest reinkommen. Nikodemus, das war der hier, das ist der Kräuterkollege. Der hat uns dauernd zum Jäten geschickt. Na, mal gucken, ob der auch eine andere
Antwort bzw. Auswahldingens hat? Ja, hier. In Meerhoyd ist die Seuche oder eine Seuche ausgebrochen. Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhoyd aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Hä? Faszinierend? Es ist schrecklich. Verzeih. Ja. Ich wollte nicht herzlos klingen. Schon gut. Wichtig ist, ob du uns helfen kannst. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Nein. Ja, etwa die Hälfte. Das kann hinkommen? Nein, zumindest noch nicht. Mehrere Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Meerhoyd. Hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Und die haben sich angesteckt. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Entschuldige. Ich wollte sagen, ungewöhnlich. Kennst du die Symptome? Ja, kennen wir. Nein, und ich habe auch keine Lust, sie herauszufinden. Müsste man testweise eigentlich fast mal machen. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Nein. Ich möchte nicht schon wieder lesen. Bücher bringen uns nicht weiter, doch die bringen uns wahrscheinlich schon weiter. Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So, folge mir in das Skriptorium. Okay, machen wir. Stelle die richtige Diagnose und finde die Rezeptur. Was stand da? Um Gottes Willen, Hilfe, nicht jetzt irgendwie hier, dass wir was machen müssen mit Alchemie. Womit fangen wir an? Machen wir mal. So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Ja. Aha, klar. So kann man es auch sagen. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno, verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Oh je. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. Okay, oh Gott, was müssen wir jetzt machen? Irgendein Buch lesen. Da haben wir doch was. Bist du dieses, was wir brauchen? Das sieht doch eigentlich genau danach aus. Brevarium de Signis Causis. Ich möchte das aber nicht alles lesen. Ich glaube nicht, dass das uns massiv was bringt. Wer es lesen möchte, kurz Pause drücken. Okay, ja, ist dann doch einiges. Ich glaube, das müsste gelten, von wegen das, was gelesen haben. Kann das sein? Ich weiß, was sie plagt. Ich glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Krank. Pest, Ruhr, Typhus, vergiftetes Wasser. Ja, nee, die Pest war's. Schlimmer könnte es nicht sein. Es ist die Pest. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Okay, dann mach das mal. Das kann ich aber definitiv nicht. Ich denke nicht, dass ich dir dabei helfen kann. Davon ging ich auch nicht aus. Dass du lesen kannst, hat mich schon zur Genüge überrascht. Aber genug geredet. Zeit, die Arznei herzustellen. Sobald sie fertig ist, werde ich mit Johanka direkt nach Meerhoyd eilen. Vermutlich treffen wir uns dort. Soll mir recht sein. Aber kann ich denn gar nichts tun? Verbringe die Zeit am besten im Gebet. Wir brauchen Gottes Hilfe. Ich muss etwas zu essen besorgen. Okay, knurrt der Magen. Wir haben Hunger, jetzt müssen wir tatsächlich schnell gucken. Ja, da hinten wahrscheinlich eher nicht. Steht hier irgendwo was rum, was wir... Hallo Hühnchen. Ich wollte gerade sagen, steht hier irgendwas rum, was wir eventuell essen können. Was ist das hier? Schloss knacken, schwer. Wir gehen mal kurz ins Dorf rein. Wir müssen hier natürlich nochmal hin. Nee, das möchte ich nicht essen.
alles, was recht ist. wir müssen ja nochmal hin, weil wir den Bruder Pförtner, ne, den brauchen wir nicht, aber wir brauchen den Bruder, wie hieß der, Martin oder irgendwie sowas. Steht das hier? Das müsste hier auch eigentlich im Questlog drin stehen. Das ist das falsche Teil. Warte ab und beobachte, ob das Heilmittel wirkt. Hier, der letzte Wille. Bring das Testament zum Sasauer Gemeindepfarrer. Wo haben wir den denn? Hier ist kein A. Das ist doch Sasauer. Ach, der ist hier unten. Okay, da müssen wir sowieso dahin. Dann machen wir das glatt mal, dass wir dahin düsen. Mal kurz M. Und dann wäre das hier. Da hätten wir sogar eine Schnellreise. Wisst ihr was? Machen wir mal. Wir reisen mal schnell. So, einmal durchs Dörfchen durch. Ich meine, wenn da die Tafel für die Schnellreise gleich neben dem Pfarrer ist, dann passt das doch. Aber wir müssen eben auch mal was zu essen finden. Sattheit 45. Nicht, dass wir gleich vom Fleisch fallen. Das kann es ja auch nicht sein. Aha, den Pranger haben wir gefunden. Was gibt's hier Schönes? Würste. Nee, nicht stehlen, aber Würste kaufen. Das würde ich gerne machen. Räucherwurst. Nehmen wir mal. In den Warenkorb. Kann man die so essen? Ich hoffe mal. 3,50 kaufen wir. Ohne zu falschen, weil wir was zu essen brauchen. Nahrung. Räucherwurst. Essen. Sattheit 72. Das sieht doch schon wieder wesentlich besser aus. Gut, jetzt bräuchten wir den Herrn Pfarrer. Wo finden wir dich? Der Vogt. Oh, den Vogt haben wir gefunden. Den Schreiber auch, aber wir brauchen eigentlich nicht den Vogt, aber wir könnten mit dem natürlich trotzdem nochmal schnell reden. Geht hier etwas Interessantes vor sich? In der Tat. Und wenn ich diesen Bastard erwische, landet sein Kopf auf dem Henkersblock. Okay, nochmal eine Quest? Oder war's das? Das war's ja schon. Okay, das war eine allgemeine Drohung. Oder habe ich irgendwas verpasst? Das kann durchaus sein. Skali zur Pfarrer. Müssen wir nicht zu dem? Hey, pass auf! Sind wir in Skalitz? Was macht denn der hier? Bin ich falsch? Was macht denn der Skali zur Pfarrer hier? Ach so, der ist wahrscheinlich halt auch geflüchtet. Ja, ist eigentlich klar. Ich brauche nochmal hier Kollege Quest, damit wir wirklich genau dahin gehen, wo wir hin müssen. Nur hier unten schauen. In Gottes Hand. Nein, letzter Wille, da haben wir es doch. Hier auf diesen Platz im Prinzip. Bring das Testament zum Sasauer Gemeindepfarrer. Na, das wird er hier wahrscheinlich sein. Pater Fabian, genau, dich brauchen wir. Pater, Vinzenz aus Meerhuyet schickt mich. Worum geht es, mein Sohn? Ich habe seinen letzten Willen. Ich suche seinen Sohn Elias. Ich glaube, Elias haben wir schon gefunden. Der ist doch da, Pater im Kloster. Ich habe hier Vinzenz letzten Willen. Gott sei uns gnädig. Was ist denn passiert? Vinzenz ist schwer krank. Eine schlimme Seuche sucht Meerhuyet heim. Ja, ich habe gehört, dass Leute in einem Dorf in der Nähe krank wurden. Herr im Himmel. Aber Vinzenz ist am Leben? Ja, noch. Hoffen wir, dass der Herr ihn noch länger unter uns weilen lässt. Danke, dass du mir sein Testament gebracht hast. Im Falle seines Todes kümmere ich mich darum. Hier hast du ein paar Münzen für den Aufwand. Hab Dank, Pater. Oh, danke schön. Eigentlich haben wir noch einen Ring. Müssen wir den nicht abgeben? Offensichtlich nicht. Dann gucken wir doch mal schnell. Ring, Ring, Ring. Sonstiges. Irgendwo müsste hier ein Ring sein. Questgegenstände. Nein, Nahrung auch nicht. Waffen, alle. Wir suchen mal hier. Biancas Ring, das ist der falsche Ring. Oder haben wir den jetzt halt zusammen mit dem Testament wahrscheinlich ihm gegeben. Ich nehme es mal an. Bring das Testament zum Sasauer Gemeindepfarrer. Haben wir wieder was abgeschlossen. Jetzt müssten wir hier bei der Seuche, müssen wir warten und beobachten, ob das Heilmittel wirkt. Ja, das ist relativ schwierig, einfach so zu warten. Ich würde sagen, wir machen irgendwie was von dem hier. Begib dich zum Kloster und befrage die Leute zum Unfall. Wir machen das mal. Dann müssten wir wieder hier rauf. Haben wir hier auch eine Schnellreise? Nein, das machen wir jetzt tatsächlich mit Pferdchen. So, einmal aufsitzen. Und los geht's Plötze. Quest abgeschlossen, letzter Wille. Sehr schön. Halt, kurz bremsen. Wir kaufen noch ein bisschen Wegzerrung. Nicht, dass wir unterwegs dann wieder Hunger kriegen. Hier ein paar Äpfel. Nein, nicht stehlen. Wir würden die gerne kaufen.
Und dann kaufen wir mal ein paar von denen. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Wassermelone. Haben wir noch eine abgelaufene? Die brauchen wir nicht mehr. Wir kaufen mal Äpfel und Birnen. Kaufen wir mal 10 Stück. Und dann kaufen wir noch Birnen. Auch mal irgendwie so 8, 9 oder 7 oder was wir hier haben. Egal. Warenkorb. Feilschen. Überladen. Ich wollte gerade sagen, das kann aber nicht sein, dass das mehr kostet, als wir haben. Also wir haben zwar nicht mehr gerade massiv viel Geld. Brauchen wir auch nicht. Reden wir über den Preis. Falsch. Aber um ein paar Äpfel und Birnen zu kaufen, müsste es doch eigentlich reichen. So, wir zahlen gerne 5. Zufrieden? Das ist zu wenig. Aha, okay, sie möchte 5,5. Wir geben 5,4. Ja, für diese Summe lasse ich mich... Dann ist ja okay. Ich würde sagen, wir essen gleich mal so ein Teil. Okay, dann haben wir hier Sattheit 73. Passt. Gut, was wollten wir? Wir wollten reiten. Wir wollten da zum Kloster rauf. Und das machen wir jetzt auch. Entschuldigung. Oh, den haben wir glatt mal kurz umgerannt. Du hast entdeckt, Händler. Sehr schön. Einmal um eine Kurve. Und dann müsste es hier vorne, glaube ich, über den Fluss gehen. Ja, nur bis zur Hälfte. Wo ist denn hier die normale Brücke? Kaum keine Schnellreise. Schon gibt's Probleme. Wo geht's lang? Aus dem Weg. Da haben wir doch die Brücke. Ich sehe sie doch. So, einmal gut zielen. Und gerne ein bisschen schneller, Kollege Plötze. So, hier rüber. Und schon haben wir das Ganze erledigt. Da oben haben wir das Kloster. Bis dahin sollten wir es auch noch schaffen. Hoffe ich mal. Einmal hier lang. Das sieht schon cool aus, das Kloster. Also rein von der Optik her und von, wie soll ich sagen, ja, das Ganze, wie es wirkt. Das ist völlig genial, das Teil. Ich dachte schon, als wir es das erste Mal gesehen haben. Es ist halt wirklich einfach auch Mittelalter pur. Genauso sah das damals wahrscheinlich aus. Was heißt wahrscheinlich? Wir wissen eigentlich, dass das so aussah. Jetzt muss ich schnell gucken, wo wir genau hin müssen, wenn wir das machen wollen. Weil ich möchte jetzt eigentlich nicht der Hauptquest folgen. Also sprich von wegen, dass wir hier den noch verhören, das warten wir ein bisschen. Hier können wir eh nur warten. Und hier hatten wir den Steinschlag. Das wäre hier unten. Begib dich zum Kloster und befrage die Leute zum Unfall. Müssten wir den hier wahrscheinlich fragen, so wie es aussieht. Nicht davonrennen, Kollege. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Das wäre natürlich auch mal eine Idee. Nee, wir machen erstmal das. Man hat mich aus Thalmberg hierher entsandt. Ich soll mit dem Bauverantwortlichen sprechen. Also mit dem Baumeister. Oder mit dem Klostermeier. Weswegen genau bist du denn hier? Es geht um die Steinblöcke für den Bau. Ah, dann betrifft das die Vorräte. Sprich mit dem Klostermeier. Er weiß am meisten über diese Dinge. Sein Studierzimmer liegt mehr oder minder genau über uns. Geh links die Treppe hinauf und lauf dann fast den ganzen Weg in diese Richtung zurück. Wohin? Moment, erstmal Kloster. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Schade eigentlich. Man kann ja mal fragen. Okay, links, hey, pass auf. Links rauf und dann was genau? Nein, falsch. Falsch. Wo hatten wir es denn? Da, Steinschlag, sprich mit dem Klostermeier. Der ist hier oben, also irgendwie hier rein. Heute ist nichts also hier rauf. Kannst du mal kurz zur Seite? Dankeschön. Und dann? Klostermeier, da haben wir ihn doch. Gelobt sei Jesus Christus. Okay, Herr Dirwisch schickt mich wegen des Unfalls. Ich bin im Namen von Herrn Dirwisch hier. Er möchte, dass ich mich am Unfallort genauer umsehe. Und warum interessiert sich Herr Dirwisch für diesen bedauerlichen Unfall? Er wüsste gern, welche Rolle die Qualität des Gesteins dabei gespielt hat. Eine große, nehme ich an. Aber deiner Untersuchung stelle ich mich nicht in den Weg. Ich habe bereits sichergestellt, dass man sich um den armen Mann kümmert. Und das ist alles. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Okay, hätten wir auch gemacht. Wer ist für den Materialkauf zuständig? Boah, schon wieder CSI. Weißt du noch, wann die letzte Steinlieferung eingetroffen ist? Ich hörte, du hast den Steinbruch zu spät bezahlt. Ich hörte, du hast den Thalmberger Steinbruch zu spät bezahlt. Das stimmt. Wir selbst haben verspätete Zahlungen erhalten und mussten das Geld erst zusammenkratzen. Aber das passiert eben mal. Okay. Wer ist hier für den Kauf von Baumaterialien verantwortlich? Hauptsächlich ich.
Ich kümmere mich um die Bezahlung und auch um die Lieferung. Den Rest erledigen die Männer, die auch mit dem Bau beschäftigt sind. Ich weiß nicht viel über die Qualität des Gesteins. Das Rote wurde von weit her geliefert. Kümmern Sie sich auch um die Lagerung? Ja, aber das, was eintrifft, wird meist sofort verbaut. Der Bau ist im vollen Gange. Okay. Weißt du noch, wann die letzte Steinlieferung eingetroffen ist? Ja, in der Woche hat es viel geregnet, also ließen sie den Wagen außerhalb des Tors stehen. Es hat etwas gedauert, ehe alles trocken genug für den Weitertransport war. Und dir ist nichts Seltsames aufgefallen? Doch schon. Normalerweise bringen sie uns einen großen Steinblock, den dann die Arbeiter zurechtschneiden. Nur diesmal waren es mehrere kleine. Aber keiner hat sich beschwert. Es bedeutete ja auch weniger Arbeit. Irgendwie ist der nett, der Kollege Klostermeier. Wo müssen wir hin? Zu welchem Klosterkollegen jetzt? Zum Baumeister, der ist dann da oben. Okay, da düsen wir doch glatt noch schnell hin. Rempeln natürlich wieder alle an, ganz klar. Müssen wir da durchs Tor durch oder müssen wir... Ich weiß gar nicht, bin ich überladen? Ich bin tatsächlich überladen. Okay, irgendwas würden wir gerne noch, Kollege Plötze vererben. Die Frage ist halt, was? Irgendwie das Katerbier zum Beispiel, das wäre doch eine Idee. Und schon ist wieder gut. Schon sind wir wieder besser zu Fuß. War das hier hinten? Nochmal schnell gucken. Dass man hier jedes Mal wieder neu gucken muss. Nee, das ist tatsächlich durchs Tor durch. Okay, dann machen wir das. Einmal durchs Tor durch. Hier hinten, hier waren wir jäten. Das weiß ich noch da unten, das vergesse ich nie mehr. Entschuldigung, wer bist du? Baumeister Karel, dich brauchen wir. Soviel zum Thema Verdammt. Beste Grüße. Zeig mir den Ort, an dem der Unfall geschah. Der Klostermeier schickt mich. Du sollst mir den Ort zeigen, an dem der Unfall passiert ist. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Warum tut er es nicht selbst? Und warum willst du dich dort überhaupt umsehen? Wegen der Thalenberger Steine. Ist dir sonst noch etwas aufgefallen? Zeig mir, wo der Unfall passiert ist. Wegen der Thalenberger Steine. Wenn wirklich Gestein von minderer Qualität geliefert wurde, sollte das Folgen nach sich ziehen. Ich wüsste gern welche. Aber dem Klostermeier würde sicher der Gedanke an billigeren Stein gefallen. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Ist dir denn sonst noch etwas aufgefallen? Natürlich. Das ist schließlich eine Baustelle. Da geht ständig etwas schief. Die Männer beschweren sich dauernd und alles könnte schneller fertig werden. Also wie auf jeder anderen Baustelle auch. Genau. Hin und wieder bringt jemand schlechtes Holz oder ein Arbeiter schneidet sich den Daumen ab und sieht darin ein böses Omen. Und es gibt andauernd Gerüchte. Ich wüsste gern, worüber die Männer reden. Wer Sachen stiehlt, welcher Klosterbruder nachts Frauen besucht, wie die Arbeit läuft. Normale Dinge eben. Nur das Gerede über den Fluch ist überhaupt nicht normal. Sie haben ja diesen Dämonenschädel ausgegraben. Oh lala. Du hast einen Dämonenschädel erwähnt. Ja. Er wurde in dem Loch für das Gerüstfundament gefunden. Sie haben ihn fortgeschafft, damit er woanders seinen Fluch wirkt. Aber ich selbst habe ihn nicht gesehen. Wer könnte mehr wissen? Wolltest du dich nicht um die Steine kümmern? Doch. Leszek ist zuständig für die Gerüste, also frag ihn, wenn es sein muss. Vielleicht weiß er mehr. Okay, befrag Leszek nach dem Schädel, den er gefunden hat. Ach, Herr Jemine. Diebstahl, sagst du? Wer könnte hier denn stehlen? Laut den Gerüchten? Einfach alle. Vom Abt über den Kustos bis hin zum niedersten Arbeiter. Das ist wie mit dem Rumhuren und den Würfelspielen. Es gibt einfach keinen Schutz vor übler Nachrede. Hier und dort geht einfach etwas verloren. Aber Stein hat noch nie jemand gestohlen. Es gäbe ja keine Arbeit mehr, wenn sich hier jeder an den Steinen bedienen würde, nicht wahr? Genau. Habt ihr gesehen? Das Dingens ist weg. Moment, ich möchte doch nochmal sagen... Wo ist der Unfall geschehen? Nicht auf der Hauptbaustelle, sondern beim Wirtschaftsgebäude neben der Kirche. Genau unter der langen Treppe vor der Eingangspforte. Frag meinen Gehilfen dort. Du erkennst ihn leicht. Er ist gekleidet, als gehörte ihm dieser Ort. Okay, Suche nach Hinweisen. Dingens haben wir abgeschlossen. Von wegen warten bis das... Oder gucken, ob das Heilmittel... wirkt. War das? Wo war das? Nein? War das tatsächlich hier die Seuche? Müsste eigentlich das gewesen sein. Befrage Bruder Nikodemus zur Lage in Merhoyet. Okay, dann haben wir das abgeschlossen. Dann müssen wir aber tatsächlich wieder darauf. Beim Steinschlag haben wir hier Befrag Leszek. Ach, wisst ihr was? Das werden wir alles gucken morgen.
Wir schauen morgen, was wir hier genau machen. Es gibt viel zu tun. Packen wir's an. Aber erst nur einmal geschlafen haben. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.